Hallo, ich möchte heute wieder mal über drei konkrete Aktien nachdenken. Das sind drei Aktien, nach denen ich in den Kommentaren gefragt worden bin. Das sind Kommentarfragen, die schon ein paar Wochen her sind. Ich versuche noch, es fällt mir immer schwerer, nachdem in den letzten 2 Monaten doch noch mal 600 Abonnenten dazu kamen. Ich versuche noch, jede Frage zu beantworten. Allerdings wird die Liste mit offenen Fragen eigentlich immer länger. Und das sind also drei Firmen, nach denen ich schon vor ein paar Wochen gefragt worden bin, wo ich halt jetzt ein bisschen Zeit habe, um da mal was abzuarbeiten. Ja. Vorneweg auch wie immer, das sind keine konkreten Empfehlungen, sondern das ist die Art und Weise, wie ich persönlich mein Geld anlege, wie ich über Aktien nachdenke, wenn ich Firmen sehr wohlwollend bespreche oder wenn ich erzählt, dass ich eine Aktie gekauft habe, dann habe ich mir die üblicherweise sehr gründlich angeschaut. Ich möchte nichts investieren, was sich dann als Fehler herausstellt. Wenn ich bei Aktien irgendwas sehe, was für mich nicht passt, warum ich nicht investiere, wie bei den ersten zwei, die ich heute besprechen mag, dann schaue ich mir die nur relativ oberflächlich an. Ne? Also dann lese ich nicht den kompletten Geschäftsbericht quer, schaue mir nicht die Anhänge an und die genauen Zahlen, sondern dann schaue ich mir den Überblick auf finanzen.net an, und wenn da bereits irgendwas nicht stimmt oder beim Nachdenken über eine Firma nicht stimmt, dann komme ich sehr schnell zu dem Ergebnis, dass ich dort nicht kaufen werde. Das kann in einzelnen Fällen natürlich ein Fehler sein, weil die Firma im Detail vielleicht besser dasteht, als sie oberflächlich gesehen dasteht. Aber ich bin einfach als Privatanleger mit dem Luxusproblem konfrontiert, dass es eigentlich zu fast jeder Zeit zig verschiedene Firmen gibt, die ich interessant finde. Es gäbe theoretisch mehrere tausend Firmen, in die ich investieren könnte, ja. Und somit, wenn ich irgendwo relativ schnell ein oder mehrere Haare in der Suppe finde, dann schaue ich mir die Aktie nicht mehr ganz genau an. Bisschen was will ich aber dann doch dazu sagen, vor allem wenn es Fragen, Kommentare sind, die auch länger sind, wo sich jemand die Arbeit gemacht hat, zu schreiben, warum er die Aktie interessant findet. Und da bin ich eben gefragt worden nach Mediaset España. Das ist also ein Fernsehsender, ein klassischer Medienkonzern, der insgesamt Teil des ich sage jetzt mal Berlusconi-Imperiums ist, von den Medien, wo aber ein Großteil der Aktien oder ein großer Teil im Streubesitz ist, also die Holding von Berlusconi hat sich in irgendwas mit Europe unlängst umbenannt. Ja, das ist der relative Mehrheitseigentümer von Mediaset España. Aber es sind genug Aktien im Freiverkehr, dass man hier als Privatanleger, wenn man möchte, investieren kann. Und in dem Kommentar wurde die Aktie eben als interessant beschrieben, weil sie relativ gering verschuldet ist, was momentan mit den Zinserhöhungen ein sehr wichtiges Kriterium ist. Ich habe mir das noch einmal oberflächlich angeschaut und ja, das stimmt. Ja. Also die Mediaset España ist mit einem ungefähr doppelten operativen Jahresgewinn verschuldet. Das ist wirklich eine sehr geringe Verschuldung, wo man sagen kann, der Konzern ist auch im Medienbereich verglichen mit anderen Konzernen deutlich geringer verschuldet als die Peer Group, was also eine große Stabilität in Zeiten von stark steigenden Zinsen angibt. Das zweite ist die stabilen Gewinne in den letzten Jahren. Auch die sind vorhanden. Also der Konzern hat durch die Krisen hindurch, durch die Corona-Krise hindurch, die für Fernsehsender aber vielleicht sogar sowas wie ein Konjunkturpaket war, stabile Gewinne gemacht. Ja. Ich persönlich würde da trotzdem nicht investieren, einfach aus dem großen Blickwinkel, dass ich eigentlich stationäres Fernsehen für ein Auslaufmodell halte. Ja. Also ich bin gerade so die Generationenscheide in dem Ganzen. Nach meiner Wahrnehmung eigentlich sämtliche Freunde, Bekannte, mittlerweile auch Kinder von Freunden, die jünger sind als ich, haben aufgehört, stationäres Fernsehen zu schauen, auch beim Radio. Da wird irgendwo was gestreamt, ja. Da gibt es Playlisten, die man sich vorab runterladet oder Podcast oder auch YouTube-Videos, die man sich auf ein, also wenn man es nicht eh übers Handy schaut, aber auch über jede Menge Geräte zuerst runterladen kann und dann irgendwann hören kann. Also ich kenne da in der Generation, die jünger ist als ich, ja, kaum noch Leute, die regelmäßig quasi ein Radio oder ein Fernsehprogramm konsumieren, das sich dadurch auszeichnet, dass viele Leute gleichzeitig denselben Inhalt zur selben Zeit konsumieren, sondern ich glaube, dass sich das insgesamt überholt hat. Und deswegen würde ich also in so einem Sektor, nachdem ich sehr langfristig unterwegs bin, nicht investieren. Das heißt nicht, dass die Aktien nicht in einem guten Zyklus, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, noch einmal in 2 Jahren um 30% höher stehen könnte als heute. Ja.
und somit interessant sein könnte. Aber ich sehe das wirklich aus einem langfristigen Blick. Ich kaufe Aktien, die ich gerne über ein Jahrzehnt halte. Es kann sich dann was verändern, dann verkaufe ich sie auch vorher wieder ab. Ja. Aber eigentlich investiere ich nur dort, wo ich glaube, dass ich die Aktie in 10 Jahren noch immer haben möchte. Und das ist einfach bei klassischen Fernsehkanälen insgesamt nicht der Fall. Es fällt dann auch negativ auf, dass Mediaset España seit 2019 keine Dividende mehr bezahlt. Ja. Also das ist jetzt nicht genau recherchiert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Konzern eben durchaus eingesehen hat, dass man sich hier teilweise neu erfinden muss. Zum Beispiel im deutschen Bereich ProSieben hat hier einiges richtig gemacht mit Internetbeteiligungen, die gut gelaufen sind und die teilweise dann schon eine Relevanz vom Wert her hatten, der den Gesamtkonzern beeinflusst hat. Ja. Also viele Fernsehsender versuchen hier mit dem Gang ins Internet irgendwo die Brücke zu schlagen in die neue Zeit. Ja. Ob das gelingt, ist aber insgesamt meiner Meinung nach sehr fraglich. Da müsste man sich dann auch bei Mediaset España ganz genau damit beschäftigen, in welchen Projekten die drin sind. Ja. Aber für mich also im Großen eigentlich eher ablehnend, ja, weil ich also nicht glaube, dass stationäres Fernsehen noch eine große Zukunft hat. Ich nehme auch wahr, dass durch die Corona-Berichterstattung, sich da ohnehin der Trend, der im Absteigen war, nochmal massiv beschleunigt hat, ja, weil halt viele, nicht alle, aber viele der stationären Fernsehsender hier maßgeblich dazu beigetragen hat, dass eine Gefahr, die durchaus handelbar ist, als viel größer dargestellt wurde, als sie dann in der Realität war. Und der Vertrauensverlust, glaube ich, in die ehemaligen großen Medienhäuser ist schon fast überall immens in den letzten 2 Jahren. Eine zweite Aktie, wo ich persönlich nicht investieren werde, die ich mir in der Vergangenheit aber ein bisschen genauer angeschaut habe, weil ich da mal Aktien hatte und nach der ich wieder gefragt worden bin, ist Taiwan Semiconductors. Also Taiwan Semiconductors ist, glaube ich, der größte Chip-Hersteller weltweit. Die produzieren also für ganz viele andere Chip-Firmen quasi die nur das Design übernehmen, ja, oder die Chips quasi entwickeln, übernimmt Taiwan Semiconductor dann die Fertigung, ist also ein ganz relevanter Teil der Weltwirtschaft. Das war auch der Grund, warum ich vor ein paar Jahren da mal Aktien gekauft habe. Ich habe sie dann allerdings, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich denke mal so vor 1,5 Jahren abverkauft, als die geopolitischen Spannungen zugenommen haben. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich dort momentan nicht investieren würde. Oder fangen wir von der anderen, oder gehen wir es von der anderen Seite an. Wenn man sich die Bewertung von Taiwan Semiconductor anschaut, ja, dann ist die wirklich günstig. Also Taiwan Semiconductor war, weil er so ein Felsen in der Weltwirtschaft ist, ohne den es kaum geht, ja, und damit natürlich eine unglaubliche Preissetzungsmacht haben, und der Konzern hat einiges richtig gemacht. Also man ist nicht grundlos Weltspitze, ja, sowohl was die Volumen anbelangt, als auch was die Technologie anbelangt, in der Chipindustrie geworden. Also von der Mikroökonomie her ist das ein verdammt gut geführter Konzern, der sehr spannend ist. Und Taiwan Semiconductor war also über lange Zeiten hinweg mit Kursgewinnverhältnissen von 20, 25 bewertet und war, wenn man das Kinderrisiko ausklammert, ja, mit KGVs von 20, 25 meiner Ansicht nach auch nicht zu teuer bewertet, weil das eben vor der Zunahme der geopolitischen Spannungen so eine klassische Costolani-Aktie war, wo man sagen konnte, okay, bei Taiwan Semiconductor konnte man zum Beispiel 2005 einsteigen, ja, und die Aktie 10 Jahre nicht beobachten. Ich habe mir das jetzt nicht angeschaut vor dem Video, aber ich nehme an, man wäre innerhalb der 10 Jahre deutlich wohlhabender geworden durch diese Beteiligung, ja. Also das war ein Konzern, der durch alle Risiken hindurch gut gegangen ist. Ich sehe jetzt aber schon das Taiwan-Risiko quasi auf der geopolitischen Ebene als größer an, als es in den Medien dargestellt wird. Also es ist jetzt kein schwarzer Schwan, weil man es am Radar hat, weil regelmäßig darüber berichtet wird. Ja. Ich glaube aber, dass das eine wirklich gefährliche Situation ist, wo die Chance, dass der Taiwan-Konflikt militärisch eskaliert, nicht bei 1 oder 2% liegt, ja, sondern deutlich darüber. Ich
Gehe leider davon aus, also wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, ja, dann ist es meistens Propaganda, wenn man die Welt in Gut und Böse einteilt. Meistens schreiben die Sieger die Geschichte, ja, und dann hat man im Nachhinein ein Geschichtsbild, ja, dass eine Seite auf einen Krieg hinsteuern wurde, ist, ja, und die andere friedlich war. Das ist aber, wenn man sich die Geschichte im Detail anschaut, nur in Ausnahmefällen der Fall gewesen, sondern meistens will keiner die große Eskalation, zum Beispiel Vorabend vom Ersten Weltkrieg, ja. Aber es sind dann so einzelne Sachen, die sich hochschaukeln, ja. Und ich glaube also auch jetzt, dass die Situation wieder so ist, dass die Politiker in den USA und die Politiker in China keinen Krieg um Taiwan wollen. Also so positiv sehe ich die Welt, ja. Wenn ich aber historische Parallelen mal aufmache, dann gibt es sehr oft Kriege, die entstehen, ohne dass jemand den Krieg wirklich bis ins Letzte will. Man will halt zündeln, man glaubt, ein bisschen blöffen zu können, ja. Und so Szenarien wie ein hochrangiger US-Politiker besucht Taiwan, ja, die Chinesen antworten, indem sie eher symbolisch einen Hafen als blockiert erklären und fangen an, taiwanesische Schiffe abzudrängen. Ja. Taiwan antwortet, indem er einen Schuss vor Bug macht, ja, indem man das Schiff gar nicht treffen will. Unabsichtlich trifft man das Schiff doch. Ja. Das erinnert mich zum Beispiel an den englischen Kreuzer Fregatte. Ich kenne mich mit militärischen Bezeichnungen kaum aus, aber das englische Kriegsschiff, das vor einem Jahr ein russisches Hoheitsterritorium geschwommen ist, also gefahren ist, ja, und die Russen haben quasi, glaube ich, ein Lufttorpedo oder so in die Nähe des Schiffs abgeworfen, ja, das Schiff hat dann wieder abgedreht, aber das sind hochriskante Sachen, ja, und hier kann es also auch mal passieren, dass niemand die wirkliche Eskalation will, ja, aber es kann dann keiner sein Gesicht verlieren, die eine Seite fängt an mit einer Kleinigkeit, da wird auf größer beantwortet, ja, und ich halte die Situation eben wirklich für brandgefährlich, auch wenn ich mir die große Geopolitik anschaue. Es soll jetzt kein Taiwan-Video werden, ich gehe gleich zur nächsten Aktie, aber das wirklich Relevante ist, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als 40% der weltweiten Industrieproduktion auf sich vereint hatten. Ja, also so der Anteil an der Weltwirtschaft, der ist permanent gesunken in den 90er Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf gut 20% und liegt momentan bei 15%. Ja. Der Westen beansprucht also nach wie vor ein weltweites Gewaltmonopol für sich. Die wirtschaftliche Macht dahinter gerät aber immer mehr ins Wanken. Ja. Und das sind historisch immer Situationen, die sehr gefährlich sind. Vielleicht mache ich mal was Längeres dazu, aber also die Kurzfassung ist, mir ist hier wirklich das Risiko zu hoch. Ich befürchte, dass der Konflikt um Taiwan eskaliert. Es muss nicht gleich ein großer Krieg sein, ja, aber es genügen Ereignisse, die das Geschäftsmodell von Taiwan Semiconductors deutlich einschränken, ja, dass die Aktie auch massiv verlieren könnte. Ja. Also ich verstehe hier, warum manche Leute glauben, dass die Aktie momentan günstig bewertet ist. Also bei Taiwan Semiconductors bin ich im Moment bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13, weil ich also in Konzernen investiert habe, habe ich das noch in meiner Excel-Tabelle und habe die aktuellen Daten da reingegeben. Also wenn ich da die Daten der Vergangenheit in die Zukunft projiziere, dann komme ich für die nächsten Jahre auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 15 auf eine Dividendenrendite von deutlich über 2 in Richtung 3% gehend. Und das ist schon deutlich günstiger als der Konzern in den letzten Jahrzehnten war. Ja. Somit gesehen könnte man das als Einstiegszeitpunkt sehen. Allerdings glaube ich eben, dass hier ein Risiko ist, das auch erklärt, warum die Aktie heute deutlich günstiger bewertet ist als vor ein paar Jahren. Und mir ist das Risiko also hier auf dieser Seite zu groß. Deswegen investiere ich jetzt nicht und gleichzeitig ist es jetzt auch kein Konzern, wo ich innerhalb von 2 Jahren eine Vervierfachung sehe, ja, wo man also bei was Hochspekulativen vielleicht einmal mit 500 Euro reingehen könnte, ja, wo man zwar weiß, es ist ein großes Risiko, aber es kann sich halt auch in Richtung, weiß nicht, Biotech, kleine Forschungsfirma, ja, oder Wasserstoffaktien, wo man das Potenzial sieht, dass sich die Aktie auch verzehnfacht. Ja. Das sehe ich also bei Taiwan Semiconductors nicht. Ja. Somit wäre das für mich in meinem Portfolio sinnlos, irgendwo da mit 500 Euro langfristig reinzugehen, und für eine größere Summe ist mir einfach das Risiko zu hoch.
Eine Aktie, nach der ich gefragt worden bin und wo ich selbst einige Aktien habe davon. Und somit finde ich den Konzern sehr interessant. Das ist überhaupt eine der interessantesten Firmen meiner Meinung nach, ist Mowi. Mowi ist also Weltmarktführer bei Zuchtlachs. Ja. Die haben da also ein sehr lange Erfahrung, ein Know-how in der Richtung, gehen auch in Richtung Biolachs, haben bei den großen Lachszüchtern den Vorteil, dass sie diversifiziert sind, dass sie in mehreren Weltregionen Lachs züchten und nicht nur in Norwegen, also es ist eine norwegische Firma. Die Geschäftszahlen von Mowi sind wirklich toll, ja. Wenn man das Jahr 2020 ausklammert. Also Mowi habe ich mir sehr genau angeschaut, weil das bei mir im Portfolio mehr als 1% ausmacht. Also schon so eine mittelgroße Position ist, die, wo ich seit Jahren beteiligt bin und die ich mir immer wieder anschaue. Ja. Also das Jahr 2020 war bei Mowi wie bei vielen Firmen ein Ausnahmejahr mit der ersten Corona. Panik. Es dürfte so sein, den Effekt hätte ich davor nicht so stark eingeschätzt, dass Lachs wirklich ein Lebensmittel ist, das zu einem sehr hohen Anteil in Hotels verkauft wird und somit ist da die Lachsnachfrage im Jahr 2020 deutlich eingebrochen, was also bei Firmen, die fast nur das eine Gut produzieren und die nicht ausweichen können auf andere Güter und so ist auch was Langfristiges. Ja. Also man kann nicht von heute auf morgen weniger Lachs produzieren, weil diese Zuchtfarmen halt eine gewisse Zeit brauchen. Das hat also dann im Jahr 2020 zu einem deutlichen Preisverfall bei Lachs geführt, und hat die Zahlen bei Mowi einbrechen lassen. Ich sehe das aber wirklich als Einmaleffekt, wo ich nicht glaube, dass der wiederkommt. Ja, sozusagen, es gibt bei Lachszüchtern immer das Risiko, dass hier Krankheiten in den Zuchtlachsfarmen grassieren und die Ernte stark beeinträchtigen oder auch vernichten können. Dieses Risiko gibt es in einzelnen Jahren immer, aber das Risiko quasi der Panik, die zum Schließen von Hotels weltweit führt, das würde ich sagen, war 2020 einmalig, das wird nicht wiederkommen. Und somit, wenn ich das Jahr ignoriere, dann hat Mowi in den letzten Jahren ganz glänzende Geschäfte gemacht. Ja. Mowi hat eine Eigenkapitalquote von 50%, ist also niedriger verschuldet als viele andere Unternehmen. Mowi hat aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 und eine Dividendenrendite von 3,5%, wobei die Dividendenrendite bei Mowi schon was ist, was je nach Ernte- und Lachspreis deutlich schwankt, wobei zu sehen ist, dass der Pro-Kopf-Lachsverbrauch weltweit seit Jahren stetig, nicht explosionsartig, aber ansteigt. Ja. Also insgesamt eine wirklich gute Ausgangsposition für Lachszüchter. Ja. Bei Mowi ist dann im Herbst quasi der Worst Case eingetreten. Die Aktie ist binnen Tagen um 45% gefallen. So eine Überraschung, die ich wirklich in überhaupt kein Szenario auf dem Radar hatte. Man soll also immer demütig sein, dass auch Sachen passieren könnte, die man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Der norwegische Staat hat ein Gesetz erlassen, so recht frei interpretiert, dass Konzerne, die die norwegische Natur nutzen, eine ganz hohe Sondergewinnsteuer zahlen müssen und das permanent. Ja. Und da Mowi einen nennenswerten Anteil der Produktion, das dürfte also ein Drittel bis die Hälfte ausmachen, ja, in Norwegen oder vor Norwegen in der norwegischen Natur produziert und hier Norwegen quasi nutzt, ja, ist Mowi also von dieser Sondersteuer voll betroffen. Das heißt, dass die Gewinne von Mowi deswegen nicht geringer werden, also vor Steuer, aber dass halt netto nachher deutlich weniger überbleibt. Ja. Und das ist natürlich etwas, was dann den Aktienkurs eben sofort massiv fallen hat lassen, weil wenn Mowi nach wie vor in der Prognose zum Beispiel 15 norwegische Kronen pro Jahr an Gewinn macht, ja, brutto, aber netto bleiben auf einmal nicht mehr 10 übrig, sondern nur mehr 5 aufgrund dieser Sondersteuer und die ist in einer ganz, in einem ganz kräftigen Ausmaß, dann halbieren sich die zu erwarteten Cashflows für die Aktionäre auf die nächsten 20 Jahre und die Aktie fällt also ganz massiv. Das heißt, Mowi wäre so ein Papier gewesen, dass ich eben mit den Risiken, dass einmal Ernteausfälle in den Lachszuchtanlagen da sind, aber dass ich, das wäre eine Aktie gewesen, wo ich das Risiko als äußerst gering eingeschätzt habe. Sehe es auch jetzt wieder so, weil das jetzt eingepreist ist, ja, aber es kann dann eben immer negative Überraschungen geben. Wobei auch hier, also wie meine Methode quasi als Langfristanleger durchaus funktioniert, ich habe in Mowi, ich habe mir das vor dem Video angeschaut,
im Jahr 2017 mal Aktien gekauft, dann im Jahr 2018 aufgestockt und im Jahr 2020 noch einmal aufgestockt. Ich bin also seit vielen Jahren bei Mowi investiert und obwohl also im Herbst der Kurs einmal um minus 45% gefallen ist, er hat sich dann etwas wieder erholt, aber lang nicht auf das Niveau vor dieser Sondersteuer. Das ist auch nicht zu erwarten, weil die Sondersteuer ist jetzt da und die muss bezahlt werden. Aber obwohl quasi die Aktie hier im Herbst um 45% gefallen ist, bin ich aktuell noch um 16% im Plus. Ja. Vorher war ich halt fast mit 100% im Plus und das tut natürlich schon weh. Aber wenn man in langfristig stabile Firmen investiert, die einfach ein gutes, ein wirklich starkes Geschäftsmodell haben und durch fast alle Krisen, eben mit Ausnahme vom Corona-Jahr 2020, gute Gewinne schreiben, dann kann man sogar so eine Sondersteuer relativ gut wegstecken. Ja. Also hat noch immer ein Plus. Mowi hat, seit ich investiert habe, auch immer ganz ordentliche, also nicht immer, aber meistens ganz ordentliche Dividenden bezahlt. Das heißt, ich bin hier, wenn ich hier im Schnitt jetzt seit 5 Jahren investiert bin mit meinen Aktien, bin ich wahrscheinlich insgesamt rund 30% im Plus. Ist also nach wie vor eine Erfolgsgeschichte. Ohne diese Sondersteuer wäre es also noch viel höher gewesen. Wobei diese Sondersteuer jetzt abgehakt ist. Ja, also die ist für Mowi natürlich negativ. Die wird die Gewinne nach Steuern auch in den nächsten Jahren belasten. Damit ist der Spielraum für die Dividende kleiner. Dadurch ist die Aktie jetzt eben deutlich günstiger oder deutlich niedriger bewertet, nicht günstiger, als sie vor einem Jahr war. Aber das ist jetzt eingepreist. Ja. Also es ist nicht zu erwarten, dass der norwegische Staat diese ohnehin sehr üppige Steuer jetzt noch einmal massiv erhöhen wird. Ja. Sondern da hat sich eine gesetzliche Rahmenbedingung geändert, ist aber jetzt wieder stabil. Ich rechne also nicht damit, dass da in den nächsten 10 Jahren noch einmal was kommt. Norwegen ist ein an und für sich sehr stabiles politisches Umfeld. Und somit ist Mowi für mich eigentlich eine der interessantesten Aktien am Kurszettel. Ich mag sehr einfache Geschäftsmodelle, die nicht hochkomplex sind, ja, und die Fähigkeit in Zuchlachsfarmen, ja, weltweit, also vor den Färöerinseln genauso wie in den norwegischen Fjords, aber ich glaube auch vor Südamerika, Lachse in Millionen Einheiten zu produzieren, bei einer Welt, die gleichzeitig immer mehr, also Lachs ist ein Trendprodukt, ist ein sehr gesundes Lebensmittel. Die Leute, die in vielen, vielen Schwellenländern etwas mehr Geld haben, da ist also Lachs dann oft eins der Produkte, die nachgefragt werden, wenn die Leute das erste Mal quasi aus der Armut rauskommen und einen gewissen Lebensstandard erreichen, was also gerade in vielen Ländern Südostasiens der Fall ist. Also da stimmt einfach sehr vieles. Man muss sich aber auch die Größe ansehen, ja. Also Mowi ist ein Unternehmen mit rund 14.000 Mitarbeitern, ist also bei mir im Depot aktuell mit 1,2% gewichtet und ich persönlich wäre, also auch wenn die Bewertung meiner Meinung nach stimmt, hier auch nicht mehr nachkaufen, sondern das ist eine geeignete Positionsgröße. Firmen wie Nestle oder Pepsi Cola oder so, die also hunderte Marken haben, sind halt doch wesentlich stabiler als ein Konzern, der jetzt nicht nur ein Produkt, weil man auch Muscheln und andere Produkte aus dem Meer erzeugt, aber wo doch, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber eher tendenziell 90% plus des Umsatzes mit Lachs gemacht werden. Da ist also immer eine gewisse Gefahr da, wenn man von einem Produkt sehr stark abhängig ist und deswegen wird das also bei mir aus dieser strategischen Überlegung keine Aktie werden, die in Richtung 4 oder 5% Gewichtung geht wie die größten Positionen im neuen Depot, sondern ist mit 1,2% gewichtet. Also wie immer keine konkrete Empfehlung, ja, sondern es ist die Art und Weise, wie ich drüber nachdenke. Aber für mich sind so Aktien wie Mowi eine wirklich gute Möglichkeit, um seine Ersparnisse halbwegs krisenfest durch eine Phase mit hohen Inflationsraten drüber zu bringen. Ja. Wenn alles teurer wird, wenn auch die Mitarbeiter von Mowi mehr Gehalt haben wollen und Mowi für die Technik, für Chips, die sie in ihren Farmen verbauen, für Stahl, für Netze und so weiter höhere Kosten hat, dann haben das die anderen Lachshersteller auch und dann werden sie über kurz oder lang die höheren Preise an die Konsumenten weitergeben. Ja, kann dann vielleicht dazu führen, dass die Lachsnachfrage, die also wirklich in den letzten 20 Jahren konstant
Jahr für Jahr etwas höher wird, dass die durch sehr hohe Preise auch einmal wieder temporär oder auch für ein, zwei Jahre vielleicht um 5% zurückgehen kann. Aber es ist nicht zu erwarten, wenn die Lachspreise jetzt international, weil alle Hersteller mit den Problemen konfrontiert sind, wenn die Lachspreise um 20% sinken, dass der Lachsverbrauch massiv einbricht, sondern man wird wie bei vielen anderen Lebensmitteln auch die höheren Preise halt zähneknirschend zahlen. Das heißt, Mowi wird es zumindest auf längere Sicht schaffen, höhere Produktionskosten auch in regelmäßigen Abständen an die Konsumenten weitergeben zu geben, hat eine starke Preissetzungsmacht, ja, und ist damit ein Unternehmen, das sich meiner Meinung nach als Inflationsschutz durchaus eignet. So, ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.